Und damit, KO Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu der Demo von Kirby und das vergessene Land. Genau, wer es von euch nicht mitbekommen hat, Hall-Laboratori zusammen mit Nintendo haben ein neues Kirby auf die Beine gestellt, und zwar ein 3D-Kirby. Und dazu kam gestern eine Demo raus. Ich weiß, das Video kommt erst am Montag. Es tut mir leid, aber es geht nicht vorher. Da bin ich schon ein bisschen, was das angeht, durchgeplant. Es tut mir leid. Aber dann lasst jetzt gemeinsam in dieses Solo-Abenteuer einsteigen. Das ist wahrscheinlich einfach und schwer. Dieser Modus ist etwas wilder und herausfordernder. Dafür winken aber auch viel mehr Sternmünzen als Belohnung. Ein etwas leichterer Spielmodus, in dem Kirby über viele KP verfügt. Perfekt geeignet für Actionspiel-Einsteiger. Ich habe keine Ahnung. Das ist halt einfach nur leicht und schwer. Ich würde sagen, wir machen aber schwer, weil Geld, Sternmünzen, let's go. Okay, da ist auch Story, ja, dann bis gleich. Also gut, in der Story... Oh mein Gott. Ich kann fliegen. In der Story geht es schon ganz gut los. Muss ich sagen. Oh. Ah, mit A. Da geht es ganz gut los, aber was mir irgendwie gefehlt hat... Irgendwie passend... Eine etwas epischere Musik. Oh, eine Münze. Oh, wir können ins Wasser. Oh, wie cool, wir haben dann so einen Schwimmreif. Oh, ich liebe dieses Game jetzt schon. Und wir können einfach fliegen. Okay, wir sind so in der Bike. Ich habe schon Autos gesehen. Das ganze Spiel, also zumindest ein Teil spielt ja in der Echtwelt. Und wir können die Kamera ein bisschen moven. Und uns so ein bisschen schön Welt anschauen. Und es sieht echt gut aus für Switch-Verhältnisse. Mal wieder selbst übertroffen. Wir starten in so einem Forest. Schweres Wort. Ist auch nicht offiziell wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass der Forest hier heißt. Hier gibt es auch Münzen für. Okay, ich bin mega gehypt auf dieses Game. Sehr gut, Kirby. Du musst auch wieder ausatmen. Ja, mit was schieße ich? Ah, auch mit B. Okay, jetzt kann ich doch hier rüberfliegen. Haha, der Profi. Ich habe noch nie ein Kirby wirklich gespielt. Ich habe dieses Smash Kirby gespielt. Für die Switch. Keine Ahnung, wie das heißt. Also, du bist böse. Ich kann dich einfach einsaugen. da konntest du halt dich halt leveln und kämpfen. So, das war's. Oh.
Was bringt mir jetzt so eine Kirsche? Ich verwechsel immer die Knöpfe. Okay. Da war eine Dings. Oh Gott. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Ey, vor allem die Kamera bleibt auch fixiert. Yo! Hey, für ein Kirby-Spiel mega. Auch wie hier mit dem Kontrast oder beziehungsweise mit der Schärfe gespielt wird. Alles hier bei uns vorne ist ein bisschen unschärfer als das im Hintergrund, wo Kirby halt auch wirklich ist. Hier gibt's ein Secret. Ich habe Angst, da runter zu springen. Nee. Secrets suche ich jetzt hier nicht. Wir können rennen auf Y. Glaube ich. Oh, da ist schon so ein Gegner. Ja, jetzt hast du Angst, was? Oh Gott, was passiert? Ah ja. Ich habe ein Schwert. Das ist die kinderfreundliche Version von Elden Ring. Falls ihr das noch nicht wusstet. Bam. Könnt mir hier gar nichts, könnt ihr. Ich bin der Säbel-Dude. Du bist auch böse. Ich habe keine Ahnung, ob du böse bist. Du siehst für mich aus wie ein Stein. Aber in dem Dings gab es dich als Boss. Deswegen lieber mal besiegen. Natürlich in den Mülltonnen gucken. Oh mein Gott, das ist alles interaktiv. Ist der Wahnsinn. Wie ich vorher schon erwähnt habe, ist es mein erstes richtiges Kirby. Ja. Es gibt ja diese 2D-Kirbys mit diesem Garn und mit diesem ganzen Zeugs. Ich habe das nie gespielt, aber immer gefühlt. Die Cola nehmen wir noch mit. Ich weiß nicht genau, was das bringt, aber wir nehmen es halt mal mit. Da unten könnte ein Secret sein, ich weiß es aber nicht. Ich weiß nämlich nicht, ob es überhaupt Secrets in dem Game gibt. Was muss ich machen? Ah, mit Y Power ablegen. Okay. Ach, und jetzt kann ich... Ja, bumm. Tschüss. Okay. Geh weg. Das hat man schon im Trailer gesehen, diese Passage. Glaube ich, war das im Trailer. Tschüss. Nimm noch das Geld mit. Okay. Genau. Ja, hier fliegen wir drüber, komm. Und dann kriegst du eine Bombe. Haha. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ich bin mir sicher, wir sterben, wenn wir runterfallen, auch wenn Kirby fliegen kann. Und es alles nicht so Sinn macht. Ich weiß, in der Luft B und dann ist man wieder draußen. Aber ich will das genießen. Oh, eine Karotte. Bam. Okay, hier kann man rein. Das sieht aus wie so ein Racing-Studio. Also halt hier so mit diesen Fahren, mit dieser Zielfahren mäßig da. Gucken uns trotzdem nochmal kurz hier um. Hier scheint es aber sonst nichts weiter zu geben. Ob wir da hinten über die Absperrung können? Ich bezweifle es. Okay. Dann lass uns doch mal hier. Nein, ich wollte die Power nicht ablegen. Okay, mit Y rennt man doch nicht. Okay. Das kommt auch aus dem Trailer. Das ist da, wo wir das Auto essen. Das ist das Einzige, was ich an dem Spiel nicht ganz so toll finde. Oh mein Gott. Also wenn die so aussehen in Game, ist das ja Donkey Kong Grafikniveau. Der hat sich dieses Konzept ausgedacht. Und was ist mit der Musik los? Die ist so unepisch. Da fand ich die in diesem Kirby Smash. Ach du meine Güte. Ja, aber das mit dem Auto hatte ich, so wie es aussieht, recht. Nintendo. Och, Nintendo, was ist denn mit euch los? Ja, ich find's witzig. Das ist halt das Konzept in dem Spiel. Gib mir die Coin. Ich will die Coins. Berg hoch. Oh Gott. Oh nee, er macht mir Schaden, wenn ich ihn nicht... Was ist das denn? Oh, ne grüne Coin, die ist bestimmt mehr wert. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, Mario Kart habe ich anders in Erinnerung. Oder ist das jetzt die neue Version Kirby Kart? Bin mir sicher, da unten könnte es was geben. Nee, da unten gibt's nichts. Hier oben gibt's aber mega die Coins. Brumm, brumm. Also Kirby Kart 2022 confirmed.
Das ist die Golden Gate Bridge oder was? Und auch, dass wir springen können. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, wie lang die Demo geht, ob wir das in einem Video machen, in 2, 3, 4, 10. Ich hoffe nicht in 10. Ey, sind das unsere Freunde? Wahrscheinlich. Es tut mir leid, ich kenne das Game halt nicht. Ich denke mal, das sind unsere Freunde. Gebt uns unsere, das sagt, ich habe keine Ahnung, was das war. Gebt uns unsere Vögel zurück. Die sehen aus wie diese Gegner aus Captain Todd Treasure Tracker, die so von oben runterfallen. Kann ein Auto ausspucken. Kann ein Auto ausspucken. Who thought about this concept? Ich hab keine Ahnung, ob das überhaupt so ist. Okay, jetzt haben wir so eine richtig kaputte Straße. Hier kann ich jetzt die Kamera nur so ganz leicht moven, wie ihr seht. Okay, okay, okay. Vielleicht, weil da vorne jetzt irgend so ein ultra harter Boss kommt. Bitte nicht. Ich hab keine Ahnung. Ey, das sieht... Also, es sind zwar nur Cutscenes, ja. Ich hoffe, das sind nicht gerenderte Cutscenes. Weil das heißt, dass das Ingame-Cutscenes sind. Und das wäre halt zu episch. Aber ich glaube nicht, dass das Game... Ich glaube nicht, dass das Game wirklich so gut aussieht. Das wäre ja Niveau, also wirklich ganz weit oben. Dass die Switch handeln kann, ist ein Wunder. Wobei, meine läuft schon heiß. Wobei, meine läuft allgemein immer heiß. Ist der Wahnsinn. Sobald ihr eine Switch zu lange habt, dann drehen irgendwann die Lüfter des Todes durch. Was? Yo, einfach Riesengold. Okay, der scheint irgendwie was Wichtiges zu sein. Bist du Prinzessin Peach aus Kirby? Leute, ich weiß es nicht. Es tut mir leid, wenn ich irgendwelche Sachen sage, die nicht stimmen. Entschuldige ich mich dafür. Okay, ich glaube, wir müssen den jetzt schon befreien. Ich bin Captain Kirby. Okay. Ich esse euch! Oh nee, wer ist er denn? Hallo? Okay, erstmal eine Battle Arena. Das Konzept feiere ich. Boots! Oh nee. Ach so, die fliegen einfach weg. Ja, kein Problem. Also wenn das so einfach wäre, Prinzessin Peach zu retten, weiß ich auch nicht. Okay, ich glaube, das ist nur so ein Gebietsgegner. Ey, bitte sag nicht, dass die Demo jetzt schon vorbei ist. Puh, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Aber was wird aus den anderen Kerlchen? Diesen... Ah, Waddledees. Das sind diese Vögel da. Die wurden alle gefangen genommen und verschleppt. Waddledees heißen die, genau. Das weiß ich sogar noch so ein bisschen. Wir haben zusammen mit all unseren Kräften gegen die Bestien gekämpft. Und sie haben uns immer und immer wieder angegriffen. Boah, das geht voll auf den Hals. Und jetzt bin ich der Einzige, der noch übrig ist. Ich muss sie retten, unbedingt. Ja, ich helfe dir. Ich bin der einzig wahre Meister Kirby. Wie? Du willst mir helfen, alle zu retten? Großartig! Dein Name ist also Kirby. Eigentlich K-Storm, aber ich lasse mich auch Kirby nennen. Kein Problem. Freut mich, ich bin... Elfilin. Elfilin! Sehr schön. Richtig essen? Nein. Er hätte ja sein können. Muss ich den einsammeln? Ah, okay. Hätte ja auch sein können, ich hätte ihn einsaugen müssen. Schließlich ist Saugen ja das Konzept vom Spiel. Okay, wie? Es gibt mehrere Gebiete. Da haben wir es gemacht. Ja, da gehen wir doch. Ja, wieder wilder Modus. Oder war es das jetzt schon mit der Demo? Nein. Also das wäre ja mega, mega kurz. Nein, okay. Dachte ich mir schon. Ich esse dich. Und dieses 3D, Leute, es ist gescheites 3D. Es ist nicht Mario 3D World 3D. Oh nee, ich wollte ihn nicht treffen. Ich wollte seine Fähigkeit. Oh, die rote. Bringe 5 Tulpen zum Blühen. Oh, das ist ein Secret Achievement. Tja, dann... Oh nee, bitte nicht. Also da... Oh, seht ihr das? Hier laggt es. Schaut euch mal den Hasen an. Der springt da hinten mit seinen 20 Frames in die Luft. Och komm, hier vorne sieht alles so wunderbar aus und da hinten ist Legginator 3000 am Start oder was? Nein, hör doch auf, komm. Ich bin mir sowieso sicher, also wenn das Spiel, mein Gott, bin ich schlecht, in 60 FPS laufen würde, das würde man merken. Das sind aber nur 30. Nein, hör auf!
Ich will nicht die ganze Zeit der saugende Sauginator bleiben. Bist ein Hase. Du machst ihn kaputt. Ihn sauge ich! Was bist du? Stampfattacke? Nee. Das ist eine Falle. Nee, aber hier gibt's die Coins. Oh, und die Tulpe. Perfekt. Wir werden natürlich alle Tulpen suchen. Ob wir sie heute finden, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht mal, ob ich einen zweiten Part davon machen kann. Oder ob das alles so ein 30-Minuten-Ding ist. Oh, was ist da? Das hat man im Trailer gesehen. Ach, und ich habe nur begrenzt Schuss. Ah, natürlich. Ah, uiuiui. Geh hier weg, Hasen. Ich mag keine. Also, da kann ich so jetzt nicht sagen. Oh, ich kann aber auch Dosen wiederfinden. Oh, die kann ich auch destroyen. Oh, der hat einen Boomerango. Ja, bevor ich das ausspuck, da geht's so nach rechts und wir wollen ja die Tulpen finden. Jo, okay. Ich habe gehört, es geht hier hinten weiter. Ich glaube, das ist nur ein Secret, weil das sieht da hinten so ziemlich aus, als müsste man da hin. Okay, und dann geht sie leider nach oben. Hier ist bestimmt eine Tulpe, also das ist schon sehr Secret. Was ist das denn? Toll, sehr schön, wie das genannt wurde. Hat den perfekten Namen. Hier oben ist keine Tulpe. Ach, das finde ich jetzt aber langweilig hier. Aber wobei... Natürlich kann ich ihn essen. Natürlich. Ich habe eine andere Frage. Wo sollen denn diese Tulpen sein? Oder sind die auch unter anderem im ersten Level gesiegt? Also halt nicht gesiegt. Geheidet. Das sag ich immer gesiegt. Keine Ahnung, bei mir ist dieses Hide and Seek ist für mich verstecken und verstecken. So. Perfekt. Ich hoffe, es geht weiter. Ich habe nämlich richtig, richtig Bock. Es macht Spaß. Das Game ist bis jetzt der Wahnsinn. Natürlich geht es weiter. Hätte auch ein Level-Abschluss sein können. Da geht's nicht hoch. Aber das heißt, es gibt natürlich noch mehr Tulpen. Oh, das sah gerade aus wie eine Piranha-Pflanze. Nein, ich wollte ihn doch. Ach komm. Nein, hier geht's nicht runter. Okay. Na, ja, hätte ja sein können. Okay. Die Kanonenkugeln fliegen aber auch sonderbar. Vorne in 30, hinten in 10 Frames. Ich will mich darüber nicht zu sehr aufregen. Ja, ja, da kann man was gegenschieben. Also wer das nicht sieht, mega cringe. Oh. Was hat mir das jetzt gebracht? Ja, nix. Wow. Hier müssen wir vielleicht schnell sein. Uiuiui. Aiuiui. Okay. Oh nee, da ist so ein. Wie heißt die? Glöhnchen? Also. Kenn die Probleme. Es ist schlimm. Nee, deine Fähigkeit will ich jetzt nicht. Ich will dich jetzt zerstören. Okay. Es gibt sehr viele von diesen Coins. Ich hoffe, man kriegt dafür auch irgendwas. Und es ist nicht so wie in Mario. Hier gibt's die nächste Blume? Nee. Aber ein Kürbis. Oder was war das? Könnte ein Kürbis gewesen sein. Ich weiß es nicht. Mann. Gibt es Kürbisse in dem Spiel? Es gibt bestimmt Kürbisse in dem Spiel. Du bist tot. Ihr auch. Oh, ich kann sogar double killen. Okay. Feuerbanger! Oh Gott. Oh ja, lecker, lecker, lecker. Da gibt's Coins. Ich wollte gerade doppelspringen. Scheint nicht zu gehen. Mann, du weißt doch, dass du nichts kannst. Ja, das hatten wir vor 10 Sekunden schon. Da ist die Tulpe. Dich habe ich gesehen, mein Freund. Ja, 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 ja. Bin mir sicher, wir haben bestimmt mindestens schon eine verpasst.
Wobei, es kommt noch ein bisschen Levelabschnitt auf uns zu. Halt, da geht's runter. Ach so, damit man nicht getroffen wird. Oh, das ist cool. Also ihr habt immer die Möglichkeit, eigentlich ungeschadet da durchzukommen. Ja, das hat man auch im Trailer gesehen. Das finde ich zum Beispiel jetzt ein bisschen schade. Ist sonst nichts weiter? No? Ja, ein Block, der gibt wieder Coins. Nee, der gibt eine Kirsche. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das Heilung oder so. Essen ist Heilung, würde ich verstehen. Oha. Ich fühle mich auch immer besser nach dem Essen, aber... Naja. Halt, 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 sind das... Okay, okay, ich dachte, das sah aus wie Dorn, ich wollte kurz nachgucken. Oh Gott, hier nicht sterben. Gelange über das sprudelnde Wasser auf dem Balkon. Ich bin nicht. Was ist das denn jetzt? Hier, da steht nichts bei. Sie haben jetzt das und das gesammelt. Nee, steht da nicht. Ich muss dich verlassen, mein edler Lohn. Es sieht mir nach Bosskampf aus. was ist das? Oh, keine Ahnung. Wir nehmen das. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Boomerango! Okay. Kampfarena. Oh, da müssen wir jetzt schon mehrmals treffen. Aber wir sind ja auch hier wie... Oh mein Gott, wer ist er denn? Wir sind ja hier aber auch wie Batman am Start. Oh mein Gott, hat der viele Le... Ui! Was machen sie da? Ich geh einfach hinter dich. Uiuiui, geh weg, geh weg. Ah, du hast ein schönes Schwert. Ich finde toll. Oh, oh, oh. Komm, let's go, go, go. Lauf. Oh, er setzt zur Attacke an. Ei. Okay. Ich kann den nicht ernst nehmen. Der sieht mir halt einfach zu süß aus. Wieso treffe ich den nicht? Jetzt. Komm, down. Er sieht mir halt einfach ein Stück weit zu süß aus, als dass ich ihn ernst nehmen kann. Ja. Oh. Bam. Oh, jetzt können wir seine Kräfte übernehmen. Warte. Bäh. Wer will schon den da? Achso, jetzt bin ich wieder ein Schwertkämpfer. Ich sehe aus wie Link. Lass mein Waddle Dee, heißen die, glaube ich, frei. Oh, es gibt 3 Stück zu retten. Das heißt, wir können vielleicht auch mehrere Parts hier drin verbringen. Ich würde sagen... Ich habe halt keine Ahnung, wie lange diese Demo geht. Aber das Level ist okay. Wir machen auf jeden Fall das Level noch fertig. Und dann halt neue Folge. Dann wird die letzte Folge, falls es eine letzte Folge ist oder falls es jetzt schon das Ende ist, kürzer sein. Oh. Da habe ich aber ganz schön gerade die Probleme. Ich bin fast tot. Halt, okay. Hier die Bestätigung. Es ist eine Open World. Also nein, es ist nicht eine Open World, aber sie ist open. Es kann bestimmt Kaiser. Secret! Okay, es sind 3 versteckte... Okay, die sind auf der ganzen Map sozusagen verteilt. Ich hoffe, ich bin noch am Keim vorbeigelaufen. Mit meinem Glück kann ich schon an 10 vorbeigelaufen. Okay. Ey, das macht mega Spaß. Was bist du denn? Haben wir eigentlich... Uns fehlen noch 2 Tulpen. Okay, das kannst du nicht destroyen. Da hinten ist eine. Die sehe ich von hier. Er schläft. Sollen wir ihn... Nein, wir wecken ihn nicht auf. Komm. Aber er ist ein Gegner. Und er gibt Geld. Hä? Hier gibt es bestimmt wieder ein Pilönchen. Wir müssen so auf ihn draufhüpfen oder so. Uiuiui. Da sind sie auf mich draufgehüpft. Da ist das Pilönchen, von dem ich geredet habe. Ja. Oh. Treffen lassen soll ich mich. Oh lol, da gab es sogar einen Waddle Dee für. Sehr schön, sehr schön. Ich habe mich gesehen, mein
Und dich habe ich auch gesehen. Aber dich... So. Ob wir immer eine Anima... Ich habe nach unten gedrückt. Ob wir immer eine Animation brauchen, wenn wir so ein Ding einsammeln, weiß ich jetzt nicht. Aber bis jetzt erstmal positives Feedback. Da hinten ist bestimmt ein Secret. Nein? Okay. Find's ja toll, dass man die Kamera so frei bewegen kann. Klar, sie dreht sich auch schon noch mit. Ui, hier. Ich glaube, hier fällt man hier runter? Nee. Runterfallen ist in dem Spiel sehr unterbewertet. Ja, komm. Also, oh, wir haben sie. Perfekt. Und wir können die auch so einsammeln. Sehr schön. Damit haben wir alle Tulpen. Was fehlt jetzt denn noch für ein Achievement? Wir haben alle Achievements. Da sind wir halt mal wieder der Profi heute. Eieiei. Yo, er ist der zerstörende Zerstörer. Er ist es. Das da hinten ist geflickt. Ah, er muss da erst drauf beißen. Ich habe da ganz viele Schätze in ihm gesehen. Ja. Was ist denn das? Ja, such mich bloß. Ich bin right here. Oh, da sind drei Waldies. Okay. Und sonst gibt's hier oben nichts mehr? Taken wir sie doch. Abschnitt abgeschlossen. Schön alle Coins gegadet und alle Achievements oder Missionen getan. Das wird im Hauptspiel... Oh, cool. Das ist in diesen Dingern also drin. Ich lese das gleich. Das ist also... diese Achievements werden wir dann im Hauptgame natürlich nicht alle machen, weil ich will mit dem Let's Play irgendwann auch mal fertig werden und nicht 10.000 Jahre solche Achievements sammeln. Okay. Kirby wurde in einen rätselhaften Wirbel gesaugt, der über Planet Pop auftauchte. Als er wieder zu sich kam, befand er sich in einer neuen Welt. Die Reise durch den Wirbel bescherte ihm auch eine neue, seltsame Kraft. Mal sehen, was er damit so alles anstellen kann. Auf ins Abenteuer. Wie heißt du? Baukröte. Hui! Der Panzer dieser Baukröte besteht ja aus einem Gebäude. Der so aussieht, hat ihm Bestienreich bestimmt etwas zu melden. Sonnenbänder stehen bei ihr weit oben auf der Liste. Dafür klettert sie gern auf hohe Orte und beansprucht das Gebiet für sich. Wie lange so eine Klettertour wohl dauert? Weiß ich nicht. Der Wassertank. Wie random. Okay. Leute. Das sieht nach Endboss aus. Und da das wie ein Endboss aussieht, Leute, wollen wir heute eine längere Folge machen? Ah, komm. Hängen wir das doch dran, natürlich der Rilde-Modus. Hängen wir das noch hinten dran? Ich weiß nicht, ob ihr euch das wirklich bis zum Ende anschaut. Keine Ahnung. Die originalen Parts werden auch so 30 Minuten gehen. Aber jetzt nochmal extra so ein neues Ding aufmachen. Nur für den Endboss. Ich weiß nicht. Dann normalerweise mache ich das. Aber nicht in der... Uiuiui. Nicht in der Demo. Okay, wir sind jetzt in diesem Einkaufstest. Siehst du aus. Zu gut. Was haben wir hier für... Gar keine Achievements. Okay. Ja, dann. Ich will trotzdem die schöne Welt erkunden. Oh, hier ist Wasser. Oh, sie kommen. Bam. Rechtsverkehr. OMG, was geht denn hier ab? Donkey Kong. Was mir das jetzt gebracht hat, ich habe keine Ahnung. Aber wir haben es halt mal eingesammelt. Der Controller vibriert. Oh, ich muss mich entscheiden. Das ist neu, das hatten wir noch nicht. Natürlich nehmen wir das hier.
Ah, wir haben so Eisfähigkeiten. Okay. Ich würde trotzdem sagen, bevor wir da jetzt weitermachen, gucken wir noch auf der anderen Seite, was hier ist. Baustelle. Na gut. Ich weiß zwar nicht, wer diese Baustelle errichtet hat. Menschen scheint es hier nicht zu geben. Ich weiß auch nicht, wer hier wohnt. Bin mir sicher, dass es hier weitergeht, weil das ist schon sehr... Mann? Oder geht es rechts noch weiter? Oh. Oh, okay. Ja, da geht's. Wir sliden auch so nice. Was ist das denn? Es ist doch... Hallo, DK. Was machst du denn da? Au, ja, hallo. Lass mich laufen. Bizeps-Bestie Gorilla. Uiuiui. Hiya, ho, juhu. Wir haben ihn gefreezed. Oh no, er hat sich befreit. Uiuiui. Hallo? Man wirft dich mit Stein. Oh no! Oh, yes. Perfekt. Vielleicht, wenn ich beide Beine einfriere oder so. Nein, ich bin doch gesprungen. Also wenn alle Bosse so schwer sind. Vor allem, er rennt auch immer weg. Wir haben ja noch nicht mal die Hälfte. Oh, wenn wir sterben, dann schneide ich euch das natürlich raus. Ist ja... Oh, what? Er kann uns unsere Fähigkeiten nehmen. Kann man drüber hüpfen, perfekt. Heilung gibt's hier nicht, oder wie? Oder ist das Heilung? Ich weiß auch nicht, was diese Sterne bedeuten. Oh, er ist weggehüpft, gesprungen, wie auch immer. Ich bin gehüpft. Ihr habt doch die Animation gesehen. Vielleicht bin ich auch zu spät gehüpft. Okay, das könnte knapp werden. Ich glaube, mindestens einmal sterbe ich. Weil hier gibt es keine Heilung und der Boss ist halt komplett new so. Null Erfahrung. Ich darf sterben. Hier, yeah, geh weg. Oh, er macht seine Stamp Attack. Perfekt. Bam. Zack. Okay, ich muss mich echt konzentrieren. Das ist wirklich schwerer, als es aussieht. Okay, Hälfte ist er. Jetzt könntest du mal ein bisschen Heilung droppen vielleicht. Vor allen Dingen, der Bosskampf geht sehr lange. Ist der Wahnsinn. Ich bin... No! Oh Gott, ich glaube, er ist in seiner zweiten Phase. Jetzt habe ich Angst. Was macht er denn da? Yo, also, du musst ein Stück nach links noch. Oh, dafür ist er jetzt gestunt. Nee, auch nicht wirklich. Wir konzentrieren uns aber weiterhin. Unfair. No!
Bitte, gib doch Heilung. Was ist denn das? Hallo, Heilung, bitte. Ich komme auf den Boss gar nicht klar. Ich werde sterben. Außer ich stelle mich jetzt richtig, richtig professionell an. Und die gar nicht mehr. Auch nirgends, gell? Also ihr habt einfach nur diese Battle Arena and that's it. Auf ihn bin ich vorbereitet. Oh, aber auf ihn nicht. Er macht doppelt. Er macht Handschlag. Er kassiert Damage. No, ich bin kurz vor Tod. I'm about to die. Oh nein, er kommt, er kommt. Lauf, Kirby. Lauf. Okay, also das Game ist ja mal wahnsinnig schwer. Das hätte ich nicht erwartet, vor allem nicht von so einem Kirby-Game. Nein, er macht jetzt wieder seinen Drehkreis. Lauf, Kirby, lauf, 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 lauf. Okay. Ich stehe direkt vor ihm, warum mache ich ihm kein Damage? Er macht seinen super Angriff, genau. Er macht nochmal. Ey, das finde ich gut. Wenn er dabei bleibt, sehr schön. Dann haben wir vielleicht noch eine Chance. Komm, Kirby, 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 Kirby. Komm, 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 komm. Yes! Bam! Ich wusste, das klappt. Ich wusste es. Oh mein Gott, aber das ist ja mega schwer, das Game. Für mich unerwartet gewesen. Als Dankeschön für das Spiel in der Demo-Version hätte ein Geschenkcode. Und was bringt er mir? Ich werde euch das ausblacken, weil das sind meine Codes. Als Belohnung für deinen wertvollen Einsatz in dieser Demo-Version hast du dir einen ganz besonderen Geschenkcode verdient. Okay. Du kannst diese Geschenkcodes nutzen, um zusätzliche Items in der Vollversion zu erhalten. Gib sie einfach beim Waddle Dee Lieferservice ein, der im Spielverlauf freigeschaltet wird. Okay. Die habe ich bis dahin vergessen. In der Vollversion gibt es noch mehr Abenteuer. Ja, und es sieht so gut aus. Das ist der Wahnsinn. Leute, aber ich glaube, nach 40 Minuten ist halt ein längeres Video, aber haben wir das Ende von Kirby erreicht, also der Demo-Version. Und ich muss sagen, das Game überzeugt. Nein. Was? Das habe ich schon im Trailer gesehen, das fand ich ganz weird. Das habe ich auch im Trailer gesehen. Das auch. Aber was war denn das gerade mit dieser Achterbahn? Teile den Joy-Con mit einem Freund für Spaß im Team. Ich habe das mit der Achterbahn nicht gesehen. Okay, wir haben auch so eine Hub-World. Dafür sind die Coins. Stimmt, da gibt es Minigames und so, genau. Falls ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Instagaming, wo ihr euch das Game etwas günstiger als normal bestellen könnt. Damit unterstützt ihr mich, ohne dass ihr mehr zahlen müsst. Tut das doch gerne. Dankeschön. Oh mein Gott, was ist das denn? Ey, das wird so episch, das wird so episch, das Game, Leute, das wird so episch. Erlebe eine spannende neue Geschichte. Lerne neue Freunde kennen. Rette entführte Waddle Dees. Oh, das ist Meta Knight. Heißt der so? Den gibt's in Smash Brothers. Oh mein Gott, das sieht... Das ist König DDD. Den gibt's auch in Smash Bros.
Ist er wieder der Endboss? Oder ist er überhaupt der Endboss? Ist es Meta Knight oder Dings? Die kenne ich halt so, die zwei. Oh, wie cool. Geht in der Vollversion weiter, ja. Ja, ja. Okay. Aber auf jeden Fall. Kannst du jetzt entwickelte Spezialpower einsetzen? Spiele die Abschnitt noch einmal und teste deine Power ausgiebig. Vielleicht machen wir das nochmal in einem anderen Video. Ah, ich kann mir die Geschenke kurz anzeigen lassen. Okay. Leute. Wenn euch die Demo genauso gut gefällt wie mir, zeigt das. Positive Bewertung. Durchhauen, durchhauen, durchhauen. Damit ich sehe, dass ihr Bock auf dieses Let's Play habt. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder zu einem super saftigen Livestream zusammen mit Heini. Bis dann und ciao, Leute.